Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe vom Let's Test angespielt Flowers of Nature. Und ja, es gab ein kleines Update, Version 1.0.01 ist draußen. Cool. Ne, und zwar gibt's jetzt neu dazu den Window-Modus. Hier Modus, Fullscreen, Windows in Fullscreen und Window. Wir spielen aber lediglich in Fullscreen. Also das ist neu gekommen und dann so Bugfixes, wie zum Beispiel bei Continue drücken, dass das Spiel eingefroren ist und so weiter, wurde behoben. Wo konnte ich momentan bei mir nicht wirklich feststellen, ob das auch wirklich so war bei mir, ich weiß es nicht. Und noch drei oder vier andere Sachen. So, 49 Minuten haben wir zusammen gespielt. Okay, wir machen den dritten Part. Und schauen mal. Okay, wir starten immer mehr oder weniger da am Strand. Okay. Ja, wir waren ja beim letzten Mal hier in den Wald gegangen, wobei das gar nicht so einfach ist. Nee. Wir müssen ja für die Quest hier, The First Battle, 15 Copper und 5 Gold sammeln. Also Copper Münzen, besser gesagt. Craft Kohle. Achso. Jo. Fünf Kohle, 10 Kohle. Fehlt doch immer noch, oder? Yep, noch 10. Rezept, Kohle. Das ist eine Kohle. Na, komm. Und das sind 5 Kohle. Oh, Glow Amber, okay. Brauche ich zuerst mal hier. Take all smoke, cool smoker. Nein, schon wieder. So, Kohle. Select. 10 habe ich, 20 brauche ich, also sagen wir jetzt noch 10 Stück. So, okidoki, das ist ein Machen. Und wir sind das letzte Mal ja Goblin jagen gegangen. So, wir haben ja herausgefunden, mit Ctrl links kannst du alles am Boden liegende einsammeln, muss nicht jedes Mal E drücken. So, hier kamen wir nach hinten. Damage, 20 Damage, 15 Damage, 10 Damage, ja ne, da ist das, ist die eigentlich schon am besten. So, wir müssen jetzt hier Goblin jagen. Ein Huhn. So. Oha. Sterben wir jetzt eventuell? Nein, das sind ja Level 1. Ja. So, Quest. Haben wir schon 3 Gold und 3 Kupfer. Okay. So, schade, dass nicht angezeigt wird.
da einfach mal drauf. Und dann nachher mal heilen. Mit Strawberries sollte das, glaube ich, gehen. 7 Heal, okay. Kohle, glaube ich, Fliegenpilz. So, das Coole finde ich, dass es hier eine Cooldown gibt. Dass man hier nicht 50 Sachen hintereinander essen kann. Finde ich noch recht nice. Dann essen wir noch ein bisschen diesen Pilz. Ja, 10 ist bis jetzt das Höchste, was ich sehe. Kaffeebohnen, keine Ahnung für was. Jo. Noch ein Stück. Come on. Come on. Ist ein bisschen schneller. Oh ja, gegen einen Bären. Ja, das geht doch gut. Doch, noch einer und zack. Ich hätte jetzt gedacht, dass man das, also dass man den noch ein bisschen weiter aushauen kann. So, Goblin Level 1 ist ja nicht schlimm. So. Jetzt brauche ich noch. Ach, grün ist der erfüllt. Genau, wir brauchen noch Copper Coins. Und da bin ich mal gespannt. Oh, Scheiße, ich habe vergessen aufzuladen. Shit, das schaffe ich, oder? Komm, jawohl. Nice! Aber jetzt müssen wir unbedingt dringend. Scheiße, wo habe ich denn mein Essen? Das ist ein Schwein. Und hier sieht man auf dem Stream wieder fast nichts, beziehungsweise gar nichts. Ich kann es doch auch nicht ändern. Eine Torch, doch, kann ich. Ja. Achso, das ist eine Standing Torch, okay. The first battle, fehlt noch 3 Kupfer. Aber wenn es so dunkel ist, das ist ein absoluten Scheiß. Hau ab, du blöder Goblin. Boah, also im Dunkeln sieht man ja gar nichts hier. Also ich sehe gerade mal sowas, aber ihr seht gar nichts. Und ich weiß nicht mehr, von wo das ich kam. Scheiße. Shit, shit, shit. Ja, okay, die Richtung könnte stimmen. Die Richtung stimmt sogar, mehr oder weniger. Ja, ja, komm mit. So, hier kommen wir her, genau. Ha! Wunderbar! Ja gut, der ist schon verängstigt.
Naja. Schön an der warmen Stelle hier sitzen. Die haben wir gern. Was habe ich denn jetzt hier? Ach so, nee, so funktioniert das ja nicht. Ja, ich kann ja nur Bonfire. Das kann ich hier machen. Ah ja, Fleisch frittieren. So. Wilde Blastfunken, aber. Genau, wir können einen Blastfimmer bauen. Hierzu brauchen wir Sand und Stone. Okay. Dann doch schon lieber die First Battle. Immer noch Kupfer. So, laufen wir mal hier lang. Ihr wisst ja, umso weiter weg, dass man von der Basis geht, umso weniger findet man die Base dann. So, nehmen wir die Axt, dann geht's auch besser. So, Heal wächst. So. Was steht denn hier alle im Weg, Mensch? So, alles so schöne Strüppe. So, also ich finde das Spiel echt nice gemacht, muss ich sagen. Ja. So. Quest complete. Oh. Brauche ich nur noch diesen schönen Ofen. So, dann gehen wir mal wieder zurück zu unserer Base, die noch nicht groß ist. Aber immerhin. Steht schon mal was. So, come on. Voilà, wir haben das Feuer gefunden. Nice, 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 sage ich dazu nur. So, hier nehmen wir mal das Fleisch und essen es gleich. So. So, Basic, ach ja, hierzu brauchen wir ja noch. Bisschen von dem, glaube ich. Ah, Mist. Was brauche ich denn hier? Sand und Clay. Ja, Clay brauche ich ja gar nicht. Ich brauche Sand. Und das gibt's ja unten am Meer genug. Sand, 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 Sand. So. So, und das ist das Letzte, was ich jetzt hier ausgrabe. Und jetzt brauche ich noch Steine, okay. Ja, komm, wir nehmen den Berg hier weg.
den Fels weg. So. Und Stamina haben wir immer noch keine voll. Darum werde ich hier problemlos warten, bis das Stamina voll ist. Gesundheit ist schon mal voll, das ist schon mal gut. Und ja, ich wollte eigentlich hier mal so vorwärts kommen. Achso, vorwärts kommen, damit wir hier noch ein bisschen mehr was? Jetzt brauche ich hier 20 Kupfer und 10 Gold. Das ist ja jetzt gemein. Das heißt, ich brauche noch 5 Kupfer und 9, also 1 Gold. Okay, na das ist jetzt gemein. Ich dachte, ich könnte euch heute noch ein bisschen was mehr zeigen. Hier wäre das Haus, unser erstes Haus. Habe ich schon Eisen? Sag mal. Ah ja, Iron Ore. Stimmt. So, wurde gerade gespeichert. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, kann man sich hier noch ein Bett irgendwie machen. Sad Bed. Ja, doch. Ah, ne, Seebeet. Hier, Bett. Struktur strange, Planken, Nails, Palmen. Jo, hat alles so seine Berechtigung, ne? Du kannst nur innen drinnen montieren und hier noch einen kleinen Tipp, wo dass man die Rohstoffe bekommt. Also ich muss auf jeden Fall jetzt noch Goblins jagen und so weiter. Also heute bei dem Part kam nicht wirklich viel raus. Und ich habe gesehen, dass beim ersten Part so viele Aufrufe da sind. Wenn das weiter auf 2 geht oder ging und dann auch auf diesem hier, dann werde ich ein Let's Play draus machen. Und sonst war's das mit dem Let's Test von Forge Force of Nature. Richtig cooles Spiel. Wenn es dunkel ist, sieht man hier auf dem Stream sowieso nichts. Also im Let's Play. Das ist leider schade, aber leider Realität. Ne, Realität ist es nicht, aber es ist okay. Also an der Stelle sage ich danke fürs Dabeisein. Wir haben heute nicht viel gemacht in dem Part. Wir konnten das Kämpfen ein bisschen anschauen und ja, gebaut haben wir mal wieder nichts. Aber ich glaube, das habt ihr jetzt verstanden, wie man baut. Und wenn euch das Spiel gefällt, Daumen nach oben und unterstützt den Entwickler. Ich weiß nicht, wie viel das an dem Spiel wirklich dran sitzen, aber nicht mehr als 5 Personen, denke ich mal. So, wenn ich die Liberty anschaue, also die, na, die Impressionen, die Leute, die teilnehmen halt, weiß nicht, ob das Tester sind und Entwickler oder nur Entwickler, auf jeden Fall habe ich den Hauptentwickler schon mal gesehen, das ist schon mal gut. Es ist ein Indie-Spiel und daher sollte man dieses Spiel sicher auch, wenn es einem gefällt, auch wirklich legal kaufen. Beziehungsweise man sollte auch den Entwickler unterstützen für so ein super Spiel. Also das Spiel macht wirklich richtig Laune. Auch wenn wir hier mehr oder weniger nur noch rumsuchen sind und noch keinen richtigen Respawn-Punkt haben. Aber das kommt alles mit der Zeit. Also, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Und bei guten Aufrufzahlen wird es ein Let's Play davon geben, von
Force of Nature. Ich sag danke fürs Zuschauen. Der Nebel kommt hoch, die Sonne geht auf und ich sag goodbye. Tschüss.